23. Rollen in Taxi-Solidarität. Ein Masseninterview der Taxi Times. Ich stelle mal kurz vor, aufgrund des Jubiläums haben wir auch auswärtige Gäste heute dabei. Den Andreas aus Erfurt, den Organisator. Moin. Thomas aus München. Hallo. Ist noch mit dabei. Der Franz, Mitorganisator der Ibiza. So. Und Pinky. Und Pinky, genau. Ladies first eigentlich, aber wir drehen das, schneiden es nachher um und dann passt es auch wieder. Gut, erzählt doch mal. Ibiza, Franz, wie ging denn das los hier? 25 das Mal fahrt ihr abends durch St. Pauli. Ja, wir hatten das große Glück durch Penny, das ist unser Kollege, der den Kontakt zu den Gastronomen hat, dass wir durch diesen Kontakt im Endeffekt Taxi und Gastronomen. Ja, wir haben durch diesen Kontakt Gastro und Taxi zusammengeführt. Ganz ja. einfach. Ja, ja. Die Gastronomie hat sich aufgestellt, bemerkbar gemacht, weil sie zu wenig eben Aufmerksamkeit hatte. Ja, und wir haben uns einfach da solidarisiert, weil wir sind ja letztlich miteinander und voneinander abhängig. Sagen wir das mal so. Na? Denn wenn die Gastro nicht funktioniert, dann hat gerade das Nachtgeschäft, zumindest in Hamburg, woanders wird das nicht anders sein, nichts zu tun. Das war der Grundgedanke, ja. Ja. So. Und deswegen daraus ist haben das wir entstanden. Das heißt, das ging los im Januar, als hier der totale Lockdown war, als hier auf St. Pauli nichts los war. Und da hatten ja die Wirte diese Licht- und Musikaktion. Das heißt, sie haben einfach für eine Stunde alle Lichter angemacht, sie haben Musik gespielt. Nur die Wirte standen vor der Tür und dann hattet ihr die Idee, mit euren Taxis im Konvoi als angemeldete Demo dazuzustoßen und seitdem und solidarisch zu zeigen. Genau. Genau, so ist das. Genau, 6. Februar haben wir angefangen letztes Jahr. Mhm. Dieses Jahr? Dieses Jahr, genau. Ja, Corona. Genau. Am 6. Februar haben wir angefangen und die ersten beiden Veranstaltungen liefen unangemeldet. Tatsächlich. Sind dann ein bisschen mit der Polizei gesprochen, mit der Davidwache, Lagezentrum und der Verkehrsleitzentrale hier und haben das dann wöchentlich immer wieder korrekt auch angemeldet und wir haben die ersten beiden Demonstrationen vor Ort angemeldet. Das geht auch. Also es war alles legal, alles im Rahmen, ist alles abgesegnet von ganz oben. Und genau, wir wollten einfach auf die Gastronomen aufmerksam machen, auf uns aufmerksam machen und uns solidarisch erklären, was ja weltweit einzigartig ist bis jetzt, dass Taxifahrer sich mit Gastronomen solidarisieren und der Kiez ist ja sowieso einzigartig. Und dieses geballte, sag ich mal, auf dem Haufen Party, Gäste, Türsteher, Toilettenfrauen, alles was dabei ist, Prostituierte auch. Wir fahren hier ja alles nachts und es ist eben der Kiez. Und durch Pinky haben wir eben, weil sie hier auch arbeitet in der Gastronomie, haben wir eben auch noch Kontakte dazu bekommen. Also unsere Kontakte, Pinkys Kontakte, Franz mit den Taxifahrern als Kontakt. Und das ist jetzt diese Einheit, wie sie ist, zum 25. Mal heute. Das heißt also wirklich jeden Samstag, mit Ausnahme vom Sommer, da war ein bisschen Pause, genau. Organisierst du das. Erzähl mal kurz, was heißt denn das? Du musst das anmelden, du musst das organisieren. Wie viel Stress ist das denn? Oder was? Ja, man ist schon beschäftigt. Also es hat sich jetzt alles ein bisschen eingespielt mit der Polizei im Lagezentrum, aber es ist schon eine Anmeldung. Also wir haben während Corona, also während des wirklichen Lockdowns, achtseitige Auflagen gekriegt, nur wegen Corona. Abstand, Maske und mit Ordnern, Eindämmungsverordnung, alle Sachen müssen berücksichtigt werden. Und das ist schon Arbeit. Also das bedeutet schon mal so 3-4 Tage Telefonate mit Verkehrsleitzentrale wegen anderen Demonstrationen. Dann mit der PK15, also der Davidwache bei uns hier, wegen dem Konvoi und. Also es ist schon was zu tun. Also ihr fahrt auch wirklich einen Konvoi, das heißt, ihr steigt nicht nur hier in der Herbe. Wir fahren über die Ripperbahn und dann durch noch Seitenstraßen, wo Gastronomen auch mitmachen bei Licht und Musik und dann fahren wir hierher und dann müssen wir in der Gerhardstraße vor der Nachtschicht in die Schlussumgebung genommen. Jetzt ist es ja so ganz speziell an dich, im Odin oder auch die Miki, zwei Kneipenwirte, die sagen ja, ohne euch geht's nicht. Ja? Und dann erzählen sie eben, dass es wichtig ist, dass sie Taxifahrer haben, auf die sie sich verlassen können. Ja? Genau. Und das organisierst du dann? Genau. Erzähl ich mal, bin wie läuft tatsächlich das? Mit Miki viele Jahre befreundet, also seit ich glaube, ich habe bin drei Wochen in Hamburg die Taxi gefahren nachts auf dem Kiez, habe ich Miki kennengelernt. Und da hat sich eine sehr, sehr gute Freundschaft, also schon Familie daraus entwickelt. Und dadurch habe ich die anderen Gastronomen auch kennengelernt und es ist alles eine Einheit. Und wir arbeiten hier alle zusammen. Also wenn Taxi benötigt wird, hier in der Gerhardstraße, Albersplatz, die Region,
rufen die mich an und ich fahre dann entweder selber hin oder schicke dann einen Kollegen aus dem Team mit. Und ja, wir bringen auch Gäste her. Ne? Also es ist ja nicht nur einseitig, sondern wenn Touristen vom Musical kommen an Landungsbrücken und sagen, wir möchten noch gemütlich was trinken, bringen wir sie auch in die Läden hier. Ne? Das ist mal ein Geben und Nehmen. Es geht nur zusammen. Genauso wie die Demo nur zusammengeht und die Solidarität nur zusammengeht, geht auch das Geschäft nur zusammen. Und wir sind genauso von denen abhängig wie die von uns, weil es nützt ja nichts, wenn Gäste hier einen schönen Abend haben und dann an einen komischen Taxifahrer geraten oder an einen komischen, was es noch so für Anbieter gibt, die ich jetzt hier nicht nennen möchte, und dann nicht nach Hause kommen oder schlecht nach Hause kommen oder angebaggert werden oder so. Das gibt es bei uns alles nicht. Ne? Das ist Kiez und hier herrschen eben andere Regeln. Und Zuverlässigkeit und Loyalität und vor allen Dingen auch Diskretion und dann kann man hier was werden. Ne? Das ist der Grundgedanke gewesen, die Idee. 4 Autos haben wir gehabt am 6. Februar. Die Woche drauf waren wir schon zu 10 und ab da wurden es immer mehr. Und wir sind aus Berlin, der Simi war ja auch schon mal aus Berlin da. Ja. Und das war, glaube ich, da waren wir, glaube ich, 20 Autos. Und ja, immer wieder viele Menschen hier. Jetzt haben wir ja die Trauerveranstaltung gehabt für den Gastronomen für Ossi, der verstorben ist leider. Und das gehört auch dazu. Ne? Man steht eben zusammen, egal was passiert. Ob es Trauer ist, ob es Party ist, ob es Geschäft ist, das ist der Kiez. Und ich möchte mich bei Franz natürlich ganz besonders bedanken, weil er natürlich die anderen Fahrer alle reingeholt hat. Das wär, ohne das wären wir auch nichts. Also ich kann hier mit 4 Autos stehen. So sind wir dann halt 20 durch Franz. Und andersrum ist eben natürlich die Kontakte zum Kiez habe ich halt und Pinky noch mehr. Ne? Das ist eine Gemeinsamkeit, gemeinsames Projekt von allen. Da muss man alle Danke sagen. Wie lange glaubt ihr, dass ihr noch Samstag für Samstag fahren müsst? 30 Mal machen wir es insgesamt. Ach, das ist. Also jetzt noch 5 Mal. Das wird dann mit dem Kunst-Taxi-Projekt enden.